meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid mit mir in Hannover. Wir testen den günstigsten Döner Deutschlands und nicht nur das, wir vergleichen ihn mit einem normalen Standarddöner. Und das machen wir diesmal nicht nur in einer Kategorie, sondern wir testen Aussehen, Geschmack. Oh Mann, ich muss mir vier Sachen merken. Warte mal. Preis und nicht nur das, auch das Gewicht. Was bringt uns der günstigste Döner Deutschlands, wenn er nur halb so viel wiegt? Ich habe mir eine Waage geshoppt. Danke für eure Kommentare. Das habt ihr in die Kommentare geschrieben. Das werden wir auch testen. Ich denke, ich werde den Kommentar noch finden. Blende ich hier oben ein. Bevor wir losfahren und den Test machen, gucken wir noch mal einmal schnell ein Video zusammen, wodurch ich überhaupt auf die Idee gekommen bin. So, gucken wir uns das mal an. Billigster Döner Deutschlands. Die Dönerpreise in Deutschland sind seit Anfang des Jahres explodiert. Meinen Recherchen zufolge liegt der durchschnittliche Dönerpreis in Deutschland mittlerweile schon bei 8 Euro. Und glaub mir, Freunde, ich... Durchschnittlicher Dönerpreis, 8 Euro hätte ich nicht gedacht. Da dachte ich wirklich deutlich noch drunter. Habe mies recherchiert. Und genau deswegen habe ich ihn gesucht. Den billigsten Döner Deutschlands. Und wisst ihr was? Ich habe ihn gefunden. Und zwar in Hannover. Genau hier, bei Fischerhof Döner. Hier sind die Preise noch wie vor 10 Jahren. Der Döner kostet 3 Euro und die große Dönerbox gerade mal 3,50 Euro. Das muss doch einen Haken haben, oder? Der Salat sah auf jeden Fall frisch aus und auch die Soßen sahen in Ordnung aus. So, bis dahin gucken wir uns das an. Ich habe es mir mit Absicht jetzt noch nicht zu Ende angeguckt. Habe eben auch auf halbem Auge nur die Soßen noch gesehen, das lang. Wir wollen unvoreingenommen da reingehen. Gehen jetzt erstmal zum normalen Döner und dann sehen wir uns danach beim billigsten Döner Deutschlands. Was wir jetzt machen, wir geben einfach stumpf hier Döner ein und nehmen den nächstbesten hier. Bam. Da fahren wir jetzt ganz fix hin, weil wir einfach irgendeinen Standarddöner wollen. So, bis gleich. So, diesmal fixes Ding. Ich hole einen Undercover-Agenten. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Wahrscheinlich nicht. Natürlich muss das Ganze undercover vonstatten gehen. Aber ich hoffe, jetzt bin ich schnell am Start. Ich habe nämlich heute echt Zeitdruck. Die Frau und die Pflichten rufen zu Hause. Geil. Also ich habe zwei gefunden. Ich gebe euch das mal so in die Hand. Wichtig ist, ne? Ihr dürft ihn nicht einpacken lassen. Ihr müsst ihn so auf die Hand nehmen. Ihr sagt einfach mit alles. Ich weiß nicht, ob die Tzatziki haben, sonst einfach Tzatziki rein. Das war's. Der Sinn der Sache ist halt, wenn ich mit Kamera komme, klatscht ja voll viel Fleisch rein und so. Und wir brauchen halt neutrales Ergebnis. Und genau, das war's eigentlich schon. Wenn ihr wollt, könnt ihr wie gesagt selber dünner essen. Nimmt den Restgeld mit, scheißegal. Ich warte da vorne links bei dem Auto, da wo der Fußgängerüberweg ist. Da warte ich, bei dem roten Auto da vorne. So, ehrenhaft, wir sind am Start, wir sind im Game. Ja, nee, ich muss ja gleich meinen Sohnemann zu Hause übernehmen. Deshalb habe ich gehofft, dass das jetzt schnell geht, denn sonst gibt das wieder Ehekrieg. Denn wenn wir eins gelernt haben, Männer, happy wife, happy life. Und wenn das nicht besteht, dann geht es uns allen auch schlecht. Wir warten auf den Döner. Wir sind bereit. Da vorne ist er. Waage steht und wiegt. Scheiße, ey. Kann man das lesen? Ich glaube, wir müssen hier noch ein Licht einstellen oder so. Oh, ah. Ah ja, jetzt kann man es sehen. Gut, dass ich einen Test gemacht habe. So, die Jungs holen mir den Undercover-Döner jetzt raus. Ich gehe erstmal nochmal hin und wir machen uns optischen Eindruck, wie das Ganze optisch aussieht. Die Aufnahmen sind natürlich im Nachhinein aufgenommen, aber wir wollen uns schon mal ein Bild machen, wie das Ganze aussieht. So, wir sind jetzt am Start hier beim Döner. Erster Eindruck, ganz normal Standard, ne? Spieße sehen vernünftig aus. Wir bewegen uns im niedrigen Preisbereich. 5 Euro kostet auch der Döner. Oft, jeder kennt, sehen die Spieße wirklich nicht gut aus. So, ja, unappetitlich. Hier sieht alles ganz normal aus. Das, was man erwartet für einen 5-Euro-Döner. Ein Hackfleischdöner, Hähnchenspieß daneben. Genau, ja, ich zeige euch das eben. Und dann geht's direkt auch zum Undercover-Test. Salat sieht doch sehr gut aus, Leute. Sieht top aus, muss man sagen. Wir zeigen später den direkten Vergleich. Auch Salat und so. Und das finde ich auch interessant von der Aufmachung. Und so, was ja auch letztlich im Preis übergeht, macht man Welle, macht man was optisch Geiles oder macht man eben Standard. Ja, deshalb finde ich, sollten wir alles so ein bisschen vergleichen, um zu gucken, wo sind die Unterschiede. Hier mal vom Spieß jetzt, der direkte Vergleich. Hier nochmal von hinten. Wow. So, nochmal ganz kurz zum Laden vielleicht. Wie teuer war der? Kannst du das noch sagen? 5 Euro. Genau 5 Euro. Ach, der war genau 5 Euro teuer. Oha. So, jetzt geht die Waage an hier. Keine Soße aufs Brot sehe ich schon. Seht ihr? Sieht trocken aus, ne? Sieht trocken aus, muss man sagen. Wir haben 479 Gramm. Ich muss dazu sagen, ich hätte gerne natürlich so einen 7-Euro-Döner gehabt, 7,50 Euro oder so. Aber ist jetzt so. Wir haben jetzt random einen rausgenommen und gucken, wie der schmeckt. Perfekte Schale habe ich mir hier genommen. Hm.
Jetzt weiß ich endlich, Mann, dieses Tzatziki. Ich habe letztens ein Video gemacht und habe noch gesagt, oh, ich suche gerade einen Weg, euch das Tzatziki zu beschreiben. Dieses leicht säuerliche Tzatziki. Kennt man ganz oft, gab es früher fast nur dieses Tzatziki. Ich kannte kaum anderes. Als das Döner-Game in Deutschland begann, was man erwartet, ist ja auch nicht schlimm. Bisher ein Standard-Eindruck, aber einen soliden. Ich hol mir noch eine Serviette eben. Und da bin ich wieder. Du hast gerade Hunger bekommen und Lust, Essen zu bestellen? Sicher dir jeweils 10 Euro Rabatt auf deine ersten beiden Bestellungen bei der Uber Eats App mit dem Code HOLLE. Rotkohl ist sinnbildlich für Standard-Rotkohl. Alles Standard, wie wir es erwartet haben. Ich sage euch ehrlich, wenn ich einen Döner raushole, so auf die Schnelle. Sauberer Döner nenne ich das. Nicht viel Schnickschnack, okay, sie haben keine Soße ins Brot gemacht. Stört hier jetzt aber nicht groß, ein bisschen schon. Ein bisschen schon hätten die machen können, aber es ist clean irgendwie. Einfach von der Zubereitung und solide. Frischer Salat, paar Kräuter eben gehabt. Ich snack den eben weg und dann geht's zur nächsten Location. Bewertung gibt's natürlich später. Guck mal, ich habe jetzt Jungs getroffen, die haben zufällig gerade den günstigsten Döner Deutschlands geholt. Wie sah er optisch aus? Erstmal von euch vielleicht so ging klar? Ja, okay, Salate, alles sah frisch aus. Ja, okay. Ja, okay, ich werde mir selber ein Bild machen. Hackspieß, ne? Okay, ja, war ist ja nicht anders zu erwarten, ne? Okay, geil, Alter. Lasst euch schmecken, Jungs. Ja, ne? Alles klar, danke. Ciao, ciao, tschüssi. Jetzt geht's ab, Leute, zum billigsten Döner Deutschlands. So, wir sind am Start. Brauchen nur noch einen Agenten. Da vorne links um die Ecke ist er. Ich glaube, ich habe eine Idee. Kann ich euch um Gefallen bitten? Ich drücke euch einen Zwanni in die Hand. Ihr könnt Restgeld behalten, euch einen Döner holen oder so. Mir einen Döner da bei der Fischtreppe rausholen. Da soll es den günstigsten Döner Deutschlands geben. Oh, das ist heftig, Jungs. Danke, danke. Ich würde einfach einen Döner nehmen mit allem drauf. Tzatziki, das war's. So ganz standardmäßig. Lamm bzw. Das ist ja immer Kalb, ne? Also wenn das jetzt Lamm heißt, dann Lamm, aber auf jeden Fall nicht Hähnchen. Genau, wichtig ist, dass ihr den auf die Hand nehmt, also nicht einpacken lasst. Mhm. Könnt ihr, es gibt noch so 3-Euro-Döner, ne, in Hannover. Es gibt noch einen 3-Euro? Noch einen, gegenüber vom Netto bei Charlottenstraße, ist hier 15 Minuten entfernt. Nein, gegenüber vom Netto? Habt ihr beide Döner schon gegessen, den 3-Euro und der den anderen? Besser. Der war aber besser der hier? Besser, ja. Scheiße, es gibt 2 3-Euro-Döner, müssen wir den dritten eigentlich auch noch testen. Oh nein, ey, das muss ich noch mal gucken, ob ich das mit reinnehme, weil ich eigentlich Zeitdruck habe im Video. Genau, und dann gegenüber, da steht so oben Sushi drauf, aber da drin ist ein Döner. Da steht Sushi drauf, ja, oben nicht, und da... Nicht hier, sondern... Ja, ja, da hinten bei dem anderen. Oh, das ist wild, Leute. Den müssen wir auch noch testen. Geil, okay, ja, cool, Mann. Dann nimm mir den erstmal und dann danke für den Tipp, Jungs. Ich warte da links um die Ecke, wenigstens hier vorne gegenüber, aber ich guck mal, ob ich mich ein bisschen ranpöschen kann. Danke, Jungs, bis gleich, ne? Ciao, ciao. Dönerladen, wo oben noch Sushi draufsteht, ist aber ein Döner drin. Also auf schnelle Welle. Wir machen hier den direkten Vergleich und drüben, oh, gucken wir uns den auch noch an. Oh, scheiße, ey. Müssen wir uns auch noch mal einmal angucken, anders geht das nicht. Da sind meine Agenten, da laufen sie um die Ecke. Perfekt, Jungs. Komme hier gerade mal entgegen, weil da vorne ist ein LKW, da muss ich direkt mal, ich habe sogar eine Waage mitgebracht hier. Darf ich mal einmal schon mal reinfilmen hier? Salat gemischt oder was gemischt? Fleisch. Ah, scheiße, das geht nicht. Dann könnt ihr neuen holen? Ja. Er hat auch so den Hähnchen reingemacht. Ja. Und dann haben wir gesagt, nee, mit Lamm bitte. Ja. Und dann war das so ein Kreuzig, dann hat er oben nochmal Lamm drauf. Ah, okay. Nee, dann soll er nochmal neu, weil ich mache einen direkten Vergleich. Das, ja, mit Gemisch geht leider nicht. Geht das klar für euch, ja? Ja, safe. Geil, Jungs, korrekt. Ja, den muss er eigentlich so rausgeben. Sagt, ihr könnt ihr nichts mit anfangen. Oder esst ihr selber halt, ne? Ja, isst du den? Okay, ja, perfekt, alles klar. So, da ist er, perfekt, die Ehrenmann, absolut gut. Okay, guckt euch an, also im Vergleich kann ich sagen, ist er deutlich kleiner als ein 5-Euro-Döner. Ich werde den gleich mal wiegen. Danke, Jungs, danke, danke, schönen Tag noch, ne? Mach's gut, danke, ciao, ciao. So, pass mal auf, Leute, jetzt gucken wir mal. Ich sag euch direkt, der ist deutlich kleiner und ihr habt ja auch gesehen, viel weniger Fleisch. Wirklich nur sporadisch irgendwie reingelegt. Also wenn ihr mich fragt, ist es das tatsächlich dann nicht wert. So, hier noch was daneben gefallen, das tun wir noch mit rein. So, Herr Film Johann. Ich hoffe, Sie beherrschen noch den Dreisatz, denn ich möchte gerne den 100-Gramm-Preis ausgerechnet haben. Vom Döner eben und auch gerne den direkten Vergleich. Und dann sehen wir, was wirklich günstiger ist. Und bevor wir jetzt den Undercover-Döner testen, gehe ich noch mal rein und wir gucken uns das Ganze optisch schon mal an, wie das aussieht. So, pass mal auf hier. Das ist der billigste Döner Deutschlands oder beziehungsweise, wie wir eben erfahren haben, ist es mit einem anderen. Teilen Sie sich den Platz 1. Moin Chef, grüß dich. So, und jetzt gerne mal den Optikvergleich für euch vom Döner eben und dem hier. Finde ich sehr interessant. Guckt es euch selber an.
und Salat auch gerne mal vergleichen. Guck mal, die machen alle so wirklich Kunstwerke hier. Auch die. Wichtig auch, wie viel Aufwand wird betrieben. Ne? Jetzt, auch wenn es nur Optik ist, aber es ist Zeit, die drauf geht, Arbeiter, die drauf gehen. Da könnte man ja vermuten, der günstige Döner ist einfach hingeklatscht. So, und deshalb zeige ich euch auch das als Vergleich. Sehr gut, sehr gut. Drei Soßen. Schauen wir mal, ihr Lieben, wie der jetzt schmeckt zumindest. Gefühlt eine Minzsoße, dezent, geht ein wenig ins Wässrige über, weil ich jetzt auch sehr viel Salat gerade hatte. Relativ brotig, auch wenn ich jetzt mal einen Trockenheitsgrad benennen dürfte, ist das schon bei einer Trockenheit so auf der, ja, Schwachsinn. Er ist schon ein bisschen trocken, so sagen wir es mal so. Das Fleisch kommt, geht vom Geschmack, wirklich. Fleisch kross gebraten. Also kann ich euch direkt bei diesem Döner sagen, wir testen ja den anderen 3-Euro-Döner im Sushi-Laden auch noch. Aber rein von der Menge, es ist einfach Marketing. Rein vom Döner ist es einfach Marketing. Das ist einfach Mini-Döner. Deshalb 3 Euro. So kommt der Preis dann zustande. Interessanter Beigeschmack. Unten war, muss ich fairerweise sagen, habt ihr das weggebissen, schon ordentlich Fleisch drin. Schön fleischiger Biss. Fleisch, auch da, um darauf einzugehen. Absolut Standard. Aber nicht schlechter als die ganz anderen Hackfleischdöner. Ganz normales Fleisch. Ist der wirklich schlechter als der eben? Kleiner ja. Denke ich drüber nach, Leute. Wir sehen uns jetzt beim Sushi-Döner gefühlt. Bis gleich. So, und jetzt noch fixe Runde beim Sushi-Laden, weil Happy Wife, Happy Life ist gleich Vergangenheit, wenn ich jetzt noch länger brauche. Beim Sushi-Laden, sag ich. Genau, wir holen uns da jetzt schnell einen Döner raus. Und dann sind wir, glaube ich, auch durch mit dem Video. Dann gibt es die Bewertung für alles. So. Wir sind am Start und warum ich mich gerade so freue, es ist ja sogar so, wir testen nicht den billigsten Döner Deutschlands, sondern wir küren auch jetzt offiziell den billigsten Döner Deutschlands, denn wir machen ja die Waage und es kann sein natürlich, also einer gezwungenermaßen, wird einer der beiden Döner, die 3 Euro kosten, mehr oder weniger wiegen. Dementsprechend küren wir heute auch den günstigsten Döner Deutschlands und schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es öfter sehen wollt. Ich würde es auch sehr interessant finden, bei den High-End-Dönern mal zu gucken, okay, der ist vielleicht eine 9,5, der ist eine 8,5, aber wie viel wiegen die denn dazu? Und wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis? Genau, in der Hinsicht. Zumindest was Gewicht angeht. Schreibt's rein, wenn ihr es feiert, dann nehme ich das Ding in Zukunft wohl dann öfter oder immer mit. Jetzt suchen wir uns einen Covergarten ganz schnell. Oh, da hängt auch schon der heiße Sushi-Mix. Ich filme das gleich nochmal extra ab, weil da steht auch schon so ein Kebab-Mann und winkt Kebab, sagt er. Kebab, Kebab. Oh moin. Sag mal, kann ich euch um Gefallen bitten? Was denn? Zwanni kriegt ihr nur einen Döner rausholen. Also du kannst für dich auch einen oder für euch. Und für mich, weil ich mache Undercover-Test, das darf ich nicht mit Kamera rein. Also ich habe jetzt gerade 15 Fünfer, kriegst du gleich noch extra. Der Rest nimmst du für dich, kannst du entscheiden, ob du jetzt essen willst. Kriegt man da überhaupt einen Döner beim Sushi? Die haben Döner, ich schwör's dir. Sogar den billigsten Döner Deutschlands mit 3 Euro. Auf der Hand nicht einpacken lassen und einfach alles und Tzatziki. Okay. Alles und Tzatziki. Korrekt. Ich komme hier vorne gleich hin. Ich hole noch eben 5 Euro. Bis gleich, ne? Das geht easy schnell. So, wir werden auch hier noch mal eben ganz kurz reingehen und uns das Ding auch angucken. Und dann seht ihr den Undercover-Test. Können wir uns einmal von innen angucken, wie ein Sushi-Laden Döner macht. Oh Mann, ey, ich habe keine Zeit. Meine Frau macht mich kaputt, wenn ich jetzt gleich zu spät nach Hause komme. Und ich komme hier nicht über die Straße rüber. Ich drehe hier aber komplett am Rad hier. Ich werde zu Hause rund gemacht, werde ich gleich. Du. Komm viel zu spät. Kriege ich einen Einlauf. Moin. Servus, hi. Da, von außen Sushi-Laden. Sushi-Mix ist das. Ich habe gerade Döner-Test gemacht, ne? Kann ich hier einmal den Spieß abfilmen? So von hier nur über Tresen rüber? Ja, super, danke schön, danke schön. Hier noch der hier. Spieß klein. Ist ja auch nicht verkehrt. Also wir haben es jetzt 15 Uhr, aber klar, es gibt ganz kleine Spieße zu kaufen, ganz große Spieße zu kaufen. Wir könnten 10 Kilo Spieß kaufen. So, ne? Das heißt jetzt überhaupt nichts eigentlich. Nur, dass natürlich nicht so viel los ist hier. Hier sogar Granatapfelkerne. Das ist der Laden so im Großen und Ganzen, wenn ihr einen Gesamteindruck haben wollt. Aber 6 Euro, ne? Und der sieht echt nicht so. 6 nee, Euro? 6 Euro hat er gekostet. Ach, kostet gar nicht 3 Euro? Nee, 6 Euro hat der gekostet. Ach so, die. Kannst vorne gucken, steht drauf. Krass, die meinten, der kostet 3 Euro hier, die anderen Jungs. Der kostet 6 Euro. Okay, gut, ich filme nochmal ab, ich überlege mal, was ich daraus mache jetzt. Ja, und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, ne? Vielen Dank, mach's gut. Ciao, ciao, tschüssi. 5,88 für 6 Euro.
Also nur noch mal für den Gag, denn die Zusammenfassung. Der kostet 6,85 €. Wir haben jetzt auch gemischt gemacht, keine Ahnung. Noch einmal, weil wir jetzt sowieso hier sind. Wie schmeckt Döner aus dem Sushi-Laden, was hier heute abgeht? Also erstmal ganz anders von allen Dingern. Ich muss wieder zusammenreimen. Scheiße, ey. Ich bin kaputt, Leute. Ich krieg den Anfangsbiss nicht mehr zusammen. Trägt mir das auf, wie kaputt kann mein Kopf sein? Das ist mir ja noch nie passiert. Was auf jeden Fall interessant ist, du merkst den Asia-Style. Reingebissen, merkst du erstmal die Currynote kommt, dann driftet das in so eine Note ab. Nicht Chips, es gibt beim Asiaten. Das sind so eine kleinen, ich nenne es mal Kugeln. Sehen aus wie Nüsse oder könnten Nüsse sein, sind aber keine Nüsse, glaube ich. Ist ein Gebäck und das hat so ein spezielles Gewürz drauf. Und so schmeckt es beim Reinbeißen. Sehr dick aber der Döner. Ordentlicher Oschi. Bisschen Schärfe, bisschen Kräuter. Ganz speziell der Döner, sag ich ehrlich, aber nicht verkehrt. Geht's über so eine typische Salatsoße. Könnte auf dem Gurkensalat drauf sein. Dann kommt was Süßiges reingekickt, Fleisch und so. Ist wirklich nicht das Beste. Auf den Punkt gebracht. Die Rohstoffe, schlechter Standard, aber dafür die Akzente, die sie setzen mit Soßen und dem, was sie außen rum machen, ist wirklich nicht verkehrt. Ist wirklich nicht verkehrt. Wir sehen uns gleich zur Bewertung. So, zur Bewertung. Ich rechne jetzt die 100-Gramm-Preise hier gerade selber mal eben aus. Also wir gehen das jetzt einfach durch, kurz und knapp, Eier. Film mir gerne nochmal ein paar Einblendungen zum ersten Döner, also zum ersten Döner. Ich habe mir hier alles aufgeschrieben. Wir machen direkt einen Vergleich. Wir reihen alles aneinander. Döner 1, der für 5 €. Döner 2, der für 3 €. Döner 3, der für 6 €. Döner 1, der 100-Gramm-Preis, 1,05 €. Döner 2, der 100-Gramm-Preis, 93 Cent. Döner 3, 1,03 €. Also der mittlere Döner, 3-Euro-Döner, rein auf 100-Gramm-Preis gerechnet, macht das kaum einen Unterschied. Macht das kaum einen Unterschied. Optisch auch nichts einen Unterschied gemacht eigentlich. Also alles ähnlich. Wir können da noch mal irgendwas einblenden. Döner 1, Döner 2, Döner 3. Oder alles gleichzeitig, ich weiß es nicht. Geschmack. Jetzt kommen wir zum Geschmack. Döner 1 kriegt von mir 5,6. Döner 2 kriegt von mir eine 5,2. Und Döner 3 kriegt von mir eine 5,8. Also alles absolut Standarddöner. Absolut Standarddöner. Lohnt sich jetzt den günstigeren Döner zu kaufen? Entscheidet es für euch selber. Besser, schlechter, minimaler Bereich. Preislich minimaler Bereich. Gewicht am Ende des Tages auch minimaler Bereich im Verhältnis zum Preis. Zum Schluss muss man einfach nach Geschmack gehen. Das sind die Worte zum Donnerstag. Kuss geht raus an euch alle. Gerne sagen, wenn ihr das mit der Waage öfter sehen wollt. Gerne sagen, was ihr zum Format haltet, wenn es euch gefällt. Daumen oben scheppern lassen und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal.